Bild Breaking News. Ja, willkommen zurück hier bei Bild Live und wir beginnen mit einem Aktivistenüberfall in Wilhelmshaven. Etwa 300 Mitglieder der Protestorganisation Ende Gelände stürmten und besetzten den Importterminal für Flüssiggas LNG. Ja, sie schafften es, sich auf dem Gelände zu verteilen, Rohre und Bagger dort zu besetzen. Die Aktion, die wende sich gegen den geplanten Ausbau fossiler Gasinfrastruktur. Das sagen die Aktivisten seit Bekanntwerden der LNG-Pläne, kritisieren Umweltorganisationen den Flüssiggas. Gasterminal. Sie fordern ein Ende der Nutzung von fossilen Brennstoffen. Ja, dass die unangemeldete Aktion jetzt ausgerechnet heute stattfindet, ist tatsächlich kein Zufall. Denn Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil von der SPD wird heute auf eben dieser Baustelle erwartet. Sprechen wir darüber mit unserem Reporter Gerrit Schröder. Er ist vor Ort. Gerrit, wie ist denn jetzt aktuell die Lage? Wir sehen relativ viel Polizei im Hintergrund. Ja, hier am Jade-Weser-Port ist erstmal Ende im Gelände, so wie auch die Aktivistengruppe hier heißt, die hier die Blockade durchgeführt hat. Die sind offenbar mit Reisebussen vorgefahren. 5 Reisebusse, à 60 Personen, sind sehr ad hoc hier in einer großen Mannstärke aufs Gelände gestürmt und haben hier die Baustellenlagerfläche blockiert. Das heißt, hier im Hintergrund sehen wir also die Lagerfläche, wo die Pipeline-Rohre liegen. Die Pipeline-Rohre, die hier verarbeitet werden sollen, um das neue LNG-Terminal irgendwann an das Ferngaswärmenetz hier anzuschließen. Und genau hier haben die Aktivisten die Baustelle blockiert. Sie sind in Rohre geklettert, haben sich in Rohren festgekettet, sind auf Radlader gestiegen und das Ganze ist noch sehr unübersichtlich, weil die Aktivisten nicht nur hier am Jade-Weser-Port, sondern auch in Hooksiel auf der anderen Seite der Baustelle wohl auch eine größere Blockade durchgeführt haben, sodass die Polizei erstmal sich ein Bild verschaffen muss, wo ist eigentlich gerade was los. Ein Hubschrauber kreist hier über der Szenerie und versucht sich ein Bild zu machen. Es kommen immer weitere Mannschaftstransportwagen der Polizei hier an, um im Endeffekt nachher hier diese Blockade irgendwann lösen zu können. Wobei bei der großen Mannstärke an Aktivisten wird das eine sehr, sehr aufwendiger Einsatz, um diese ganzen Personen hier wieder aus der Baustelle herauszubekommen. Also das kann noch etwas dauern, die Polizei dort im Einsatz. Wie bewertest du die Lage jetzt? Wird das noch dauern, das alles aufzulösen? Denn wir haben es gerade angesprochen, die Politik gleich vor Ort, Ministerpräsident dort gleich vor Ort. Das muss ja irgendwie möglich sein, dort diesen Besuch abzuwickeln. Oder glaubst du, dass es den Aktivisten gelingt, diesen Besuch vielleicht gar zu verhindern? Na, der Besuch soll verlegt worden sein, dass er vom Marinestützpunkt hier ablegt mit einem Schiff, der Ministerpräsident Stefan Weil. Von dort aus kann er auf sicherem Seeweg sozusagen von außen sich ein Bild machen von der Baustelle hier direkt vor der Küste in der Nordsee, wo das LNG-Terminal entsteht. Das heißt, der Ministerpräsident wird umgeleitet an den Aktivisten vorbei. Und hier, diese Blockade, das wird sich aber ein bisschen hinziehen, bis das alles gelöst wird. Wie gesagt, 300 Aktivisten an verschiedenen Orten festgekettet. Um das zu lösen, bedingt es einfach jetzt unheimlich viel Polizeikräften, die ja diese einzelnen Aktivisten herausführen müssen, Personalien feststellen müssen und so weiter. Und die Kräfte ziehen sich hier immer weiter zusammen. Zunächst wird natürlich erstmal auch um Versorgung sich gekümmert. Es werden hier Getränkekisten rangeholt. Es ist hier brütend heiß, strahlende Sonne, 32 Grad im Schatten. Und dort ist kein Schatten, dort ist einfach plattes Bauland. Und das wird also noch sehr, sehr lange dauern, bis die Baustelle hier wieder vernünftig arbeiten kann. Und das bleibt abzuwarten, was die Polizei jetzt hier genau macht. Gerrit, du wirst das Ganze natürlich weiterhin für uns beobachten und natürlich auch diesen Besuch von Stefan Weil. Warten wir mal ab, ob sich die Aktivisten da nicht auch auf dem Seeweg irgendwas ausgedacht haben. Dankeschön, Gerrit, für den Moment.